Und viele können sich hier in Schmusetiger schon gar nicht mehr wegdenken. Die Katze ist zu einem Familienmitglied geworden und auch hier in Deutschland selbstverständlich auch eine zu halten. Da sagt auch niemand was, denkt auch keiner darüber nach, welche Probleme diese Katze auch mit verursachen kann. Und es gibt einige Probleme in Sachen Artenvielfalt und der Natur, die gerne ausgeblendet werden, die aber allerdings trotzdem angesprochen werden sollten. Vornherein möchte ich noch anmerken, dass ich nichts gegen Katzen oder Katzenhalter habe. Jeder soll machen, was er möchte, soll auch Spaß und Freude daran haben. Ich möchte einfach nur so umfassend wie möglich informieren und nicht nur das Positive darstellen, sondern auch die möglichen Folgen und natürlich auch später dann auch eventuelle Lösungen mit anbieten, wie man das auch bewältigen kann. Also ich möchte hier niemandem etwas verbieten, dass ich da auch keine Ahnung Schlips getreten fühlt. Ja, die Katze ist nicht nur ein wunderschöner Wegbegleiter, die uns über einige Stunden den Tag versüßen kann. Es gibt auch einige Probleme, die auch die Katzen verursachen. Also zum Beispiel in den Niederlanden gibt es schon seit Jahren die Diskussion, ob man Katzen nicht komplett von der Insel verbieten solle, weil sie halt dort die flugunfähigen Vögel bedrohen bzw. deshalb leichte Beute haben und dort halt die Artenvielfalt dezimieren. Und die Katze wurde, denke ich, in Neuseeland dort einfach mit reingebracht bzw. einfach in das Land dorthin gebracht, und in dem Land gibt es so gut wie keine Raubtiere. Das Biotop ist deshalb da nicht drauf angepasst. In den USA gibt es auch schon einige Studien, die ja zum Beispiel aussagen, dass jährlich bis zu 3 Milliarden Vögel von Katzen getötet werden und bis zu 20 Milliarden Kleintiere dann noch zusätzlich damit draufkommen, wie zum Beispiel Reptilien oder andere Insekten. Beispielsweise habe ich bei mir mal im Garten gesehen, dass die auch sehr gerne Heuschrecken jagen und fressen. Natürlich gerne auch Mäuse und alle Kleinsttiere da mit dazu, die halt einfach von Katzen gejagt werden. In Deutschland haben wir auch ein Katzenproblem, beziehungsweise dort töten sie auch sehr viele Kleinsttiere, beziehungsweise dezimieren auch unsere Artenvielfalt. Und in den Niederlanden ist genau das gleiche Spiel, wo es da ungefähr 140 Millionen Tiere durch Katzen sterben und auch mehr als 30 Arten deshalb auch bedroht werden, beziehungsweise auf der roten Liste stehen, die halt von Katzen gejagt werden. Katzen bleiben Raubtiere und Jäger, und das deckt sich natürlich auch mit meinen Beobachtungen. Ich denke, die wenigsten würden da auch Nein sagen, dass das nicht so ist. Also zum Beispiel bei mir hier im Garten, wie gesagt, das mit der Heuschrecke habe ich gesehen, dass die Katzen dann da bei mir im Garten rumlaufen und auf Heuschrecken zum Beispiel Jagd machen. Das andere Beispiel, vor 2 Jahren habe ich auch mal ein Video dazu gemacht, beziehungsweise meinen Videoausschnitt gezeigt. Da habe ich meine Echse im Gewächshaus, die hat sich so zwischen den Steinen, hat sie sich versteckt. Hat sich dort wohlgefühlt und seitdem habe ich sie auch dort nicht mehr gesehen. Und hier bei mir im Garten meiner Eltern, dort ist alles offen, keine Zäune, und das wird sogar die Katzen auch nicht mehr aufhalten. Kein Hund oder sonst irgendwas, die können hier frei rein und rauslaufen. Und ich habe hier schon oft genug Katzen gesehen, die halt stundenlang auch an einer Stelle gewartet haben, am Kompost zum Beispiel, und auf eine Mausjagd gemacht haben oder auch bei den Vögeln. Da sind sie aufs Gerüst hochgeklettert, gleich früh am Morgen, haben dann vor dem Vogelhäuschen gewartet, bis die Stare halt rauskommen und rausfliegen. Und da habe ich dann auch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getätigt, dass halt dann die Katze nicht so ein leichtes Spiel hat, an die Jungvögel auch heranzukommen. Und das Allerschlimmste ist, wenn die Katzen die schön lockere Erde im Beet zum Beispiel finden oder auch im Hochbeet und dort ihr Geschäft verrichten und du dann, weil du so unachtsam bist, da voreilig in diesen Katzenkot reinlangst, und darüber rege ich mich wirklich sehr auf, und das stinkt auch wie die Hölle. Das Problem sehe ich jetzt nicht direkt bei den Katzen, sondern vielmehr an unserer Art und Weise, wie wir sie als Haustiere halten. Und wir bieten denen einfach viel zu viel Sicherheit und Schutz in Form auch von zusätzlichen Zufütterungen jeglicher Form. Also als Beispiel, wie ich ja vorhin erwähnt habe, sind ja Katzen auch Raubtiere. Und Raubtiere sind dafür verantwortlich, beziehungsweise ihr Zweck ist auch damit, dass sie halt Bestände von ihrer Beutequelle, sagen wir mal so, von anderen Tieren minimieren. Und wenn sie das halt erfüllen, bis zu einem gewissen Punkt, dann können sie sich auch nicht mehr weiter vermehren, weil der Bestand von ihrer Beute zu niedrig sind. Und das heißt, dementsprechend würden dann auch die Katzen vom Bestand heruntergehen und
sozusagen sich selbst dezimieren, weil halt nicht genug Essen da ist, dann würden sie sich zum Beispiel ein anderes Revier suchen oder rumwandern. Das heißt, an der Stelle, wo die dann die Katzen vorher gejagt haben und dann verschwinden, würde dann der Bestand an den Beutetiere, die sie gejagt haben, auch wieder steigen. Also sozusagen eine natürliche Regulierung. Das ist jetzt in unserer heutigen Zeit ja nicht mehr der Fall. Eine Katze lebt ja, sagen wir mal, 10 bis 15 Jahre am gleichen Revier, weil sie halt von dem Haushalt, von ihren Besitzern nochmal zusätzlich gefüttert wird. Das heißt, sie hat nicht unbedingt die Not, erstens zu jagen für ihr Futter, weil sie wird ja gefüttert, und deshalb hat sie auch, muss sie auch nicht, wenn der Bestand zum Beispiel von Tierchen weniger wird, irgendwo anders hinziehen. Das heißt, sie bleibt in der Regel die ganze Zeit in einem Revier, und weil sie halt diesen Jagdinstinkt hat und den nachgehen möchte, jagt sie halt einfach so viele kleine Tierchen, Vögel, Reptilien, alles Mögliche, so weit wie es halt geht. Und dementsprechend, weil es ihr auch so gut geht, weil wir sie auch zum Beispiel zu füttern, tut sie natürlich auch dementsprechend ihren Sexualtrieb weiter ausleben. Und das heißt, sie wird dann dementsprechend auch Katzen werfen. Und bei so einer Katzengeburt kommen da schon einige Jungkatzen damit dazu. Das heißt, man hat hier exponentiell mit Jahr und Jahr immer mehr Katzen, wenn man dementsprechend auch nichts macht. Und da haben wir auch nochmal ein zusätzliches Problem mit Streunern, weil die tun dann sich von unserer Gesellschaft, weil wir auch eine Art Wegwerfgesellschaft sind, Lebensmittel wegwerfen, tun sich dann an unserem Müll zum Beispiel satt essen, also an dem ganzen Lebensmittel, was wir zum Beispiel in den Container werfen und wegwerfen. Das heißt, das sind streunende Katzen, die keine Obdach, sag ich mal, haben und die halt auch von uns Menschen profitieren, weil wir halt so viele Lebensmittel wegwerfen. Und da kann es halt einfach mal passieren, wenn jemand keine Lust mehr auf Katzen hat. Passiert, glaube ich, oft genug, dass man einfach Katzen irgendwo aussetzt, verwildert oder die Katzen dann nicht mehr nach Hause finden und deshalb Streuner werden. Selbstverständlich habe ich im Internet jetzt nach einigen Tipps gesucht, um halt dieses Problem etwas entgegenzusetzen, weil man in Deutschland das nicht umsetzen wird, dass die Katze ein komplettes Verbot bekommt und beziehungsweise, dass man dann nur einigen Leuten es gewährt, eine Katze als Haustier zu halten, wird einfach nicht klappen, wenn die Leute wahrscheinlich protestieren oder das ignorieren oder sonst irgendwie rummeckern. Von daher einige Tipps jetzt. Was das erste, was ich im Internet gefunden habe, soll jeder selbst wissen, ob er es mag oder nicht, das ist halt das Kastrieren, damit halt dieses Umherstreunern und der Jagdtrieb etwas gehemmt wird. Dann kann man auch zusätzliche Maßnahmen einleiten, dass halt die Katze jetzt nicht zu leichtes Spiel hat, um an die Vögel zu kommen. Zum Beispiel, wenn man jetzt Vogelfutterstellen hat oder Vogeltränken, dass man halt da etwas Vogelsicheres bzw. Katzensicheres aufbaut, dass da die Katze dann nicht so einfach hinkommt. Ein Glöckchen an Hals könnte man auch anbringen, anstelle von einem Halsband, damit die Katze da sich nicht zum Beispiel selbst drauf anhängt, haben sie zum Beispiel Gummi empfohlen. An Nistkästen könnte man auch Manschetten anbringen, dass halt die Katze da nicht so leichtes Spiel hat. Oder auch die Nistkästen so anbringen, dass die Katze einfach gar nicht erst so leicht hinkommt oder überhaupt nicht hinkommt. Dann schaut auch noch, dass ihr in der Brutzeit zwischen Mai und Juli, wenn halt die Jungvögel anfangen, das Fliegen zu lernen, dass halt ihr dort die Katze vor allem in den frühen Morgenstunden nicht rauslässt oder umherstreunern lässt, damit die da jetzt nicht die ganzen Vögel abgreifen kann. Und was auch den Jagdtrieb etwas verringert, ist einfach, dass ihr mit der Katze zu Hause spielt. Also ich kenne sehr viele, die haben eine Katze, die haben einen Hund einfach so als Haustier, bisschen eine Stunde oder ein bisschen Vergnügen und sich halt nicht mehr um das Tier halt kümmern. Aber es sind halt Tiere, die brauchen halt ein bisschen Pflege, Aufmerksamkeit, und da gehört auch das stundenlange Spielen vielleicht auch mit dazu, dass man sich halt da die Katze ein bisschen austoben lässt, da mit ihr ein bisschen rumspielt und so den Jagdtrieb dann nochmal zusätzlich verringert. Meine Tipps und Empfehlungen, wie man jetzt nochmal zusätzlich den Bestand von den entsprechenden Reptilien, Insekten oder auch Vögeln erhöht: einerseits Nistkasten aufhängen, Wildblumenwiesen, dann auch Biotope für Reptilien aufbaut, wie zum Beispiel Teiche und Steine, Totholzhecken aufbaut, also das ganze naturnahe und permakulturmäßige Elemente, wie ich es ja schon in anderen Videos ja gesagt habe, aufbaut, damit man halt den Bestand und die Artenvielfalt von den Tieren wieder herstellt, die bedroht sind, auch zum Beispiel von der Katze, natürlich auch von anderen Faktoren. Jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen, und wie immer, Werbung in eigener Sache. Ich bin sehr davon auch angewiesen.
Wenn mich nochmal zusätzlich und weiterhin unterstützen möchte, gerne PayPal, Patreon und Banküberweisungen ist alles möglich, damit ich weiterhin unabhängig bleibe und für euch auch diese Videos hier produzieren kann. Das ist ein Haufen Arbeit, wissen vielleicht die wenigsten. Zusätzlich schaut auch gerne auf meiner Webseite vorbei, findet ihr Saatgutliste von mir und meinem Projekt, 50 verschiedene Tomatensorten. Alles selbst gezogen, auch eigene Produkte, die ich anbiete, fermentiertes Sauerkraut, eingekochte Sachen, Tomatensauce, auch gerne da vorbeischauen. Hab eine eigene Telegram-Gruppe, auch eine spezielle Telegram-Arbeitsgruppe, in der ich euch in Sachen schleimfreier Kost, vegan, Gesundheit unterstützen möchte. Auch in einem monatlichen Beitrag, diese spezielle Gruppe, da könnt ihr auch gerne mit dabei sein, damit wir da wirklich durchstarten können, damit ihr eure Gesundheit aufs nächste Level bringt. Natürlich biete ich auch Kurse in Sachen Permakultur an, oder auch die schleimfreie Heilkost, genauso wie Einzelcoachings, Gruppencoachings und Monocoachings, alles auf meiner Webseite. Gerne dort auch vorbeischauen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin.